Ja, servus Flo. Erstmal noch ein Willkommen bei der Spielvereinigung. Welche Gründe waren für dich ausschlaggebend für einen Wechsel nach Haching? Welche Gründe? Ja, ich meine, im Grunde war es ja so, dass der Manni Schwabel ja mal angerufen hat bei mir und mich gefragt hat, ob ich mir das nochmal vorstellen kann. Dann habe ich ihm auch gesagt. Und habe dann aber tatsächlich zwei oder drei schlaflose Nächte gehabt. Und ja, dann haben wir uns eben nochmal verabredet telefonisch auf einen Termin zum Gespräch. Und da war dann ganz klar das Thema, dass wir halt eben haben wollten als Führungsspieler, der dann eben auch die junge Mannschaft ein bisschen mitnehmen kann und so das Bindeglied ist zwischen Trainer und Mannschaft. Und das sind natürlich Sachen, die jucken mir dann schon, weil ich halt eben auch der Typ dazu bin, der das gern macht. Und ja, dementsprechend war das dann eigentlich der Hauptgrund. In Verbindung halt mit der Ausbildung, die ich hier weitermachen kann. Mit der habe ich ja im Sommer angefangen und das war auch für mich ganz, ganz wichtig, dass das weiterläuft ohne Unterbrechung. Und nachdem das dann alles gestanden ist, das ganze Paket, war der Rest dann nur noch Formsache. Hat die Mannschaft dich gut aufgenommen? Ja klar, optimal. Besser kann es für einen Neuzugang nicht laufen, wenn er das Gefühl hat, dass er schon ewig lang dabei ist, obwohl er erst am zweiten Tag da ist. So muss das sein. Inwieweit wird deine Erfahrung der jungen Mannschaft helfen, die Klasse zu halten? Ja, ich hoffe, dass viel hilft. Aber ein Spieler allein kann natürlich keine komplette Mannschaft nicht formen. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, ob die Jungs aufnahmefähig sind, ob es das auch interessiert. Was ich so zum Verzeihen habe und ob sie sich das auch anhören, ob sie das aufnehmen. Und dementsprechend, ich hoffe, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann, aber ja, am Ende des Tages muss man erst einmal schauen, wie die Mannschaft dann eben auch mit dem umgeht. Warum hast du dich vergangene Saison dazu entschieden, von der zweiten Bundesliga in die Regionalliga zu wechseln? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. In Ingolstadt ist mein Vertrag ausgelaufen. Das ist ja, ein bisschen unappetitlich dann abgelaufen zum Schluss und daraufhin war für mich dann das Wichtigste, dass ich eben halt auch mit der Frau und mit der Tochter, die jetzt mittlerweile 5 ist, einfach einmal sesshaft wäre. Und da war einfach die Sehnsucht nach der Heimat und nach einem Eigenheim, die war dann größer als wie nochmal irgendwas anzunehmen auf Zwang. Und dementsprechend habe ich gesagt, dann verbinde ich das gleich und tue irgendwie meinem Heimatverein Rosenheim nochmal was Gutes und ja, so ist das dann zustande gekommen. Warum hast du dich für die Trikot Nummer 10 entschieden? Das habe ich mich nicht dazu entschieden, die ist mir aufgedrängt worden vom Präsidium.